Ja, hallo, servus, DJ Dini hier vom Chiemsee. Heute habe ich mal ein anderes Video für euch. Und zwar, als ich vom letzten Gig heimgefahren bin, musste ich eine böse Entdeckung oder Überraschung feststellen. Habe einen Platten gehabt und hatte im Reifen diese Schraube drinnen. So schaut die aus. Und ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich den Schaden wieder beseitige oder richtig stelle, ob ich das richten lasse in der Werkstatt und bla 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 und so weiter und so fort. Und daraufhin bin ich im Internet aufmerksam geworden auf dieses Reifen-Selbstflick-Set. Und dachte mir, ich probiere das mal aus. Habe auch ein paar Kollegen gefragt und einen Kollegen, der das schon zweimal gemacht hat und gute Erfahrungen damit gesammelt hat, dachte, ich probiere das einfach mal aus und zeichne das Ganze auf, um zu sehen, ob das wirklich was taugt oder nicht. Hier können wir das Loch sehen. Ich habe die Schraube dann gleich rausgeschraubt und der Reifen hat auch sofort Luft verloren. Also das ist auch, wenn wir die Schraube anschauen, vom Durchmesser vielleicht 4 mm. Also der Reifen hat dann sofort Luft verloren. Gut, dann packen wir es. So sieht das Set aus. eBay 10 Euro mit Versand. Keine Ahnung, wie sie damit Geschäft machen, aber spielt ja jetzt keine Rolle für uns. Einmal diese Gummi-Flicksets, der Schrauber. Ich habe geschaut, also da gibt es welche mit Plastikgriff. Ich habe geschaut, dass das einer mit Metallgriff ist, weil die Plastik, die halten nichts her. Würde ich auch empfehlen, eins mit Metallgriff zu verwenden. Dann dieses Spezialwerkzeug, mit dem man die Gummi-Flick-Sets in den Reifen reinstopft. Dann haben wir noch einen anderen Schrauber. Aufsatz mit anderem Schrauber. Diese Gummilösung. Spezieller Kleber für diese Flick-Sets. Und so ein Messer zum Abschneiden vom überstehenden Resten. Gut, also das ist das Set jetzt. Ich habe jetzt noch so ein Schleifer hier geholt zum Anbauen der Fläche. Also hier haben wir den Schaden, das Loch. Da werde ich jetzt mit dem Schleifpapier ein paar Mal drüber fahren, um den Reifen anzurauen. Rauern. Yes. Ein sehr guter Reifen, von dem wir schade, den wegzuschmeißen, wegen einer so Schraube und vor allem, es kann immer wieder was passieren, vielleicht viel unterwegs sind. Gut, der Schrauber, ziehe ich einmal die Madenschraube nach. Ja. Ich nehme dann so Handschuhe her, dann habe ich einen besseren Halt, weil ich gesehen habe und gehört habe, dass man da doch etwas Kraft braucht für die ganze Gaudi.
Schrauber. So, da. Und let's go. Schrauben wir den Schrauber einmal hier durch. Um das Loch einmal sauber zu kriegen. Und damit das Loch etwas größer wird, um diese Sticks dann reinzukriegen, sonst bringst du die da nie im Leben rein. So, einmal, zweimal, mal dreimal. So, jetzt haben wir da wirklich ein sauberes, großes Loch. Reinschrauben. Bam, 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 bam. Raus. Das müsste funktionieren. Haben wir mit dem Schrauber jetzt vergrößert und bearbeitet. Jetzt hole ich mir dann so einen Stick. Ja. Die Sticks. Dazu verwende ich mal diese Gummihandschuhe. Für den Kleber und für die Sticks, um meine Finger und Hände zu schützen. Keine Ahnung, wie stark und wie aggressiv der Kleber ist. So, da la. Schauen wir das einmal auf. Ist noch nicht offen. Ist mir die Öffnung da mal mit einem spitzen Schraubendreher durchgesteckt. Mal einen Tropfen mal rein, jawohl, läuft schon eine um. Und ich habe gehört von dem Kleber, oder mit dem Kleber nicht übertreiben, weil das macht keinen Sinn, wenn man da einen Liter reinfüllt. Habe ich gehört, keine Ahnung, so geleckt. Jetzt schon da drinnen wie ich, keine Ahnung was, ey. Hauen wir den nochmal. So, und das spezielle Werkzeug, der Gummistreifen, der biegt ja. Dann müssen wir den da einmal so durchstecken irgendwie. Ungefähr mittig. Ungefähr bis zur Mitte. So. Habe ich in Erinnerung. Halt falsche Richtung, in die andere Richtung. So, dann biegen wir den einmal so um den Schraubendreher und das Speziellwerkzeug und versuchen das Ganze da einzuführen. Durch auf dem Gummistreifen auch ein bisschen Kleber, damit er dann wirklich einmal links, einmal rechts mit in dem Reifen wirklich geklebt wird. So, wo ist jetzt das Loch da? Und dann müssen wir den Streifen da irgendwie so durchkriegen. Ich habe deswegen den Reifen runter montiert. Runter montiert, weil ich so besser hinkomme. Die anderen, die haben das. Schaut aber gar nicht so übel aus, also gar nicht so schlecht auf den ersten Blick. Ah, oh. Jo. Wahnsinn. Wichtig ist, dass wir den Streifen da wirklich komplett durch den Reifen durchkriegen. Muss auch ziemlich flott gehen, weil das Kundenkleber aushärtet. Mach ich da mal zu. Also ich denke, das schaut schon gar nicht so übel aus. Dürfte herhalten. So, machen wir den zu. Aber in einem der Videos habe ich gesehen, dass der hat er mal was gesagt, dass der Schrauber komplett durch sein sollte.
auf Anschlag bis zu dem Griff. Und deswegen mache ich das mal so. Der Reifen hat auch überhaupt keine Luft mehr. Das ist die Sache dann vielleicht etwas. Jetzt sind wir auf Anschlag durch mit dem Griff. Auf Anschlag. Er hat gemeint, einmal umdrehen, boom, dann verschmiert sich vielleicht der Kleber besser. Und rausziehen. Hey, und das geht. Das Rausziehen, das geht. Hopp. Relativ einfach. Und dann den Gummi vielleicht ein bisschen auch da mal so in den Schlitz. Außen. Wow, und der Gummi, der ist ziemlich, also wirklich sehr, sehr, sehr flüssig geworden oder weich. Schaut aus wie ein Kaugummi, ein sehr klebriger Kaugummi. So, jetzt tue ich da außen nochmal, also ein bisschen das Verschmieren. In meinem Fall war das Loch in dem Profil drinnen. Also im Schlitz, so dass ich den Gummi dann da innen so leicht verschmieren kann. Keine Ahnung, wie das bei euch, wo das Loch bei euch drin ist. Ich habe auch irgendwas gehört, dass man den Reifen nur flicken sollte, wenn der Schaden im Innenbereich ist. Also im Außenbereich sollte man nichts mehr flicken. Ist bei mir der Fall. Eben der Schaden oder die Schraube war im Innenbereich, in dem ersten Schlitz im Reifen. Ja, aber schaut gar nicht so übel aus. Also ist auch sehr relativ einfach gegangen, muss ich sagen. In den Videos, was die sich da gequält haben, also bei mir ist das relativ einfach gegangen. Die ganze Gaudi aus, sollte dann etwas trocknen. Die Streifen räume ich mal da auf. Zwischenzeit Werkzeug. So, voilà. Für den nächsten Einsatz, den wir hoffentlich nicht haben werden, aber Spezialwerkzeug reinigen. Leck. Also der Gummi, der ist echt Wahnsinn. Den bringst du ja fast nicht mehr. Ist echt irre. Den bringst du gar nicht mehr weg. Echt der Wahnsinn. Schaut euch das an, wie der da pappt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich funktioniert. So schaut es aus, die Streifen, der Schrauber, Spezialwerkzeug, die Gummilösung. Hoppala. Genau. Machen wir das wieder zu. Bam, bam. Genau, das Ganze eingepackt. China, steht irgendwas Chinesisches auch drauf, aber ich habe am Sonntag in der Früh habe ich die Schraube, den Schaden festgestellt, am Sonntag habe ich den bestellt und Dienstag ist er schon da gewesen, also zwei Tage, ne? Also Montag am Dienstag, vielleicht etwas näher, man sollte das trocknen lassen, habe ich irgendwas gehört in den Videos. In meinem Fall sehen wir, dass der Schaden wirklich in dem Streifen, in dem Schlitz war, was dann die Sache vielleicht etwas einfacher macht. Aber sollte der Schaden irgendwo, da, ich habe den Schaden in der Mitte gehabt, in dem Streifen, sollte der Schaden irgendwo auf dem Ding, dürfte auch kein Problem sein. Man sollte nur nicht flicken, wenn der Schaden irgendwo im Außenbereich ist, habe ich gehört, keine Ahnung. Ja, dann müssen wir das zwei oder ein paar Minuten aushärten lassen und die Überreste wegschneiden.
ein. So, da sind jetzt 2 Tage vergangen und ich habe den Reifen auch schon aufgepumpt und sieht auch ganz ordentlich aus. Es ist immer noch Luft drin. Das werde ich mal überprüfen, wie viel da drin ist, ob irgendwas rausgegangen ist. 2,5 bar. 2,5. Ich lasse den Reifen jetzt noch ein paar Tage hier so stehen. Schau noch mal, bevor ich ihn montiere. Schaut aber ganz ordentlich aus. Also meine Erkenntnisse zu dem ganzen Set. Bei mir hat es tatsächlich erst beim 3. Mal funktioniert. Erstes und 2. Mal hat es nicht funktioniert. Wie wir da sehen, habe ich 3 Streifen gebraucht. Worauf man achten sollte beim Drüberstecken, die Streifen mittig drüberstreifen, drüberstecken und dann um dieses Werkzeug leicht verstreuen, dass das so eine runde Fläche gibt. Kleber drauf und beim Durchstecken aufpassen. Ich habe beim 1. Mal, glaube ich, ist mir der Streifen in der Mitte abgerissen. Dann habe ich ihn nicht komplett reingebracht. Und beim 2. Mal habe ich den Streifen zu tief reingebracht, also der war dann hier komplett weg, da oben. Deswegen hat es auch nicht funktioniert. Also da aufpassen, drüber stecken, mittig um den Werkzeug, um das Werkzeug verstreuen. Und beim Durchstecken schauen, dass der Streifen vielleicht 1 Zentimeter noch rausschaut. Und dann aufhören, vielleicht leicht hin und her bewegen, schauen, dass der da wirklich mit dem Reifen verbunden wird und relativ flott rausziehen, dann funktioniert es auch. Ja, sonst, wenn es beim 1. Mal nicht klappt, einfach 2. und 3. Mal probieren, irgendwann klappt es. Und also Fazit: für 10 Euro kann man das wirklich machen, ne? Wenn die Luft dann auch drinnen bleibt. Ich werde natürlich einen Ersatzreifen mitnehmen, also erstmal warten 2 Tage, dann Ersatzreifen natürlich dabei haben und Werkzeug für den Fall der Fälle, nicht dass mir irgendwo die Luft ausgeht dann beim Fahren. Aber ich habe das schon von 3 Leuten gehört, die das gemacht haben, und denen das funktioniert hat. Von dem her bin ich da optimistisch. Jo, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis nächstes Mal. Ciao.